Herzlich willkommen Ihnen, einen schönen guten Tag. Ja, was ist passiert in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen? Bei uns erfahren Sie es. Und das sind nur einige unserer Themen heute. Es ist dunkel und es ist nass, als sich in der Börde ein schwerer Unfall ereignet. Feuerwehr und Rettungsdienst werden an die Landstraße 24 nördlich von Haldensleben gerufen. Und klar ist in dem Moment für die Einsatzkräfte nur, der Fahrer ist in dem Auto eingeklemmt. Wir haben ja bereits gestern darüber berichtet. Am Theater in Nordhausen ist eine Bombe gefunden worden und die umliegenden Bereiche wurden sofort geräumt. Heute Nacht dann sollte die Bombe entschärft werden und dadurch hatten ungefähr 15.000 Menschen eine ziemlich unruhige Nacht. Prachwitz ist ein verträumtes Dorf an der Saale nördlich von Halle. Und seit 2 Jahren ist dort die Welt allerdings ganz und gar nicht mehr in Ordnung. 2018 zog ein mehrfach vorbestrafter Pädophile in den Ort. Und das weckte bei den Anwohnern die schlimmsten Befürchtungen. Befürchtungen, die sich offenbar als berechtigt herausstellten, denn der Mann muss sich seit heute erneut wegen Kindesmissbrauchs vor dem Landgericht in Halle verantworten. Das Bild mit dem Schutzengel wird ja gern bemüht, wenn eine dramatische Geschichte glücklich endet, wie in diesem Fall. Im letzten Moment rettete ein Schutzengel im Magdeburger Stadtteil Sudenburg einem Laubenpieper das Leben. Einen sehr traurigen Fund haben Tierheim und Veterinäramt in einem Haus in Greiz gemacht. 5 Doggen und 9 Welpen wurden hier zwischen Kot, Dreck und Gestank gefunden. Und das Tierheim in Greiz kümmert sich jetzt um 2 der Doggenmamis und ihre Schützlinge. Viele halten ihn für ein possierliches Tierchen, aber der Waschbär ist Land auf Land ab zu einer echten Plage geworden. Seit Jahren wird er deshalb intensiv bejagt, aber so wirklich ist dem Waschbär nicht beizukommen. Vielleicht aber hilft ja eine neue ungewöhnliche Methode, die jetzt ein Jäger und ein Landwirt in Sachsen für sich entdeckt haben. Tja, dann lieber zu Hause bleiben und Urlaub machen im schönsten Dorf Deutschlands. Wo würden Sie das vermuten? Wir müssen nicht lange suchen, denn das Online-Reisemagazin Travelbook hat es gefunden und zwar im Südharz. Das kleine Örtchen Stolberg mit seinem denkmalgeschützten Fachwerkensemble hat sich bei einer Abstimmung unter 15 vorgeschlagenen Mitbewerbern den Titel geholt. Grund für einen kleinen Novemberausflug zu den Siegern aus dem Südharz. Tja, und wir bleiben im Harz. Ausgewaschene und holprige Wege, tote Bäume am Wegesrand oder herabstürzende Felsbrocken, die Spaziergänger erschlagen. Den Arbeiten im Harz bei Schirke hat sich unsere Reporterin Tina Sawetzki heute selbst ein Bild gemacht. Wie ist denn die Lage aktuell im Harz, Tina? Vielen Dank, Tina Sawetzki aus dem Harz bei Schirke. Dankeschön. So, und wir schauen kurz nach Erfurt. Der Wahlabend in Wenn die Katze vom Streunen nicht heimkehrt oder der Hund durch den Zaun abgehauen ist, ja, dann ist die Sorge groß. Denn oft haben die Tiere nichts an sich, nichts bei sich, was eine Identifizierung ermöglicht. Und genau deshalb wird aktuell eine Kennzeichnungspflicht diskutiert. Das ist so ein kleiner Chip unter der Haut und der könnte Mensch und Tier viel Kummer ersparen.